Moin, der Mod Supplementaries fügt einige funktionale und dekorative Blöcke zu Minecraft Vanilla hinzu. Es ist eine große Menge an Sachen, die wir uns heute anschauen, daher lasst ein Abo und Like da und es geht los mit dem Video. In der Welt spawnen in der Regel immer solche Wegweiser. Die zeigen in eine gewisse Richtung und haben hier noch so die Anzeige, wie viele Blöcke denn das entfernt ist. BL steht hier für Blöcke. In der Regel zeigen die immer auf ein Dorf oder auf irgendeinen Point of Interest, also man sollte diesen Wegen schon folgen. Mit dem Uhrblock können wir uns die aktuelle Uhrzeit ansehen lassen. Nicht nur optisch, sondern mit einem Rechtsklick sehen wir dann auch die tatsächliche Uhrzeit, zumindest in-game. Dann gibt es noch die Slingshot. Der kann zum Beispiel Blöcke schleudern. Sogar mehrere, wenn wir eine Mehrfachschussverzauberung haben. Heißt also jetzt, in diesem Fall haben wir zum Beispiel eine Einfachschussverzauberung und wir schmeißen die Eichenholzblöcke, die wir hier links im Inventar haben. Wichtig hierbei ist, der Slingshot nimmt sich immer das Item, was am meisten oder am weitesten links steht, was ein Block ist. Das heißt, in diesem Fall haben wir den Eichenstamm und wenn wir den Stone Tiles wollen, wechseln wir die beiden hier einfach und wir sehen, jetzt haben wir den Stone Tile. Und wie gesagt, die bauen sich beim Auflanden auf. Wenn wir hier jetzt noch mit einem Amboss zum Beispiel eine Verzauberung wie Mehrfachschuss drauf machen, dann schießen wir auch bis zu 3 Stück auf einmal. Und auch die bauen sich natürlich alle 3 dann auch auf. Manchmal spawnen Skelette mit Köcher in der Welt. Diese Köcher können entweder von diesen Skeletten gedroppt werden oder wir haben auch die Möglichkeit, diese Köcher in Verliesen zu finden. Und hier haben wir die coole Möglichkeit, dass wir in den Köcher Pfeile reintun können. Wenn wir einen Pfeil in die Hand nehmen, also einen oder auch einen ganzen Stack, das ist egal, und dann einen Rechtsklick auf den Köcher machen, sehen wir hier unten, die Anzeige füllt sich so ein bisschen. Und wie gesagt, es muss hier immer ein Rechtsklick sein, weil mit einem Linksklick wechseln wir ja das Item. Und so können wir den Köcher auffüllen mit den Pfeilen, die wir haben wollen. Und hier passen schon echt sehr, sehr viele rein. Wenn wir jetzt einen Bogen haben, nutzt der Bogen die Pfeile aus dem Köcher, wie wir hier auch sehen. Das ist dieser verzauberte Pfeil, den wir gerade haben. Und wenn wir den Köcher in der Hand haben, können wir mit einem gedrückten Rechtsklick, also die Taste gedrückt halt, hier sehen, was im Köcher drin ist. Wenn wir nach links und rechts schauen, wechseln wir auch diese Ansicht. Das heißt, wir können jetzt auswählen, was für einen Pfeil wir als nächstes geladen haben wollen. Und genauso aber auch können wir uns dabei bewegen. Das ist ganz cool, weil wir verlieren keine Geschwindigkeit. Also wir sind genauso schnell wie vorher. So kann man im Kampf auch den Köcher so anordnen, dass man die Pfeile jederzeit wechseln kann. Die Wrench bzw. der Schraubenschlüssel kann benutzt werden, um Blöcke zu rotieren. Was hier sehen, im Prinzip können wir jeden oder fast jeden Block, den wir selber gesetzt haben, rotieren lassen. Und das immer um die eigene Achse oder eben halt auch diagonal bzw. vertikal. Dann haben wir noch die Flöte, mit der können wir recht coole Melodien zaubern. Und damit können wir auch getamte Tiere anlocken. Und die Flöte hat unterschiedliche Sounds, die sie abspielen kann. Mit dem Rope Arrow und einem Bogen können wir dann auch Seile irgendwo runterfallen lassen. Beispielsweise, wenn wir jetzt einmal hier gegenschießen, sehen wir, hier ist ein Seil runtergekommen. Und hier können wir natürlich dann auch hochklettern oder runterklettern. Dann gibt es noch Bomben. Einmal gibt es ganz normale Bomben, die wir uns dann auch craften können. Und es gibt blaue Bomben, die wir nur in Verliesen finden. Die blauen Bomben sind ein bisschen stärker. Aber wenn wir so eine Bombe einfach mal werfen, dann sehen wir schon, es hat einen anderen Sound und eine Explosion. Die blaue Bombe ist ein bisschen anders. Die gibt uns so 1,5 Sekunden, bis sie dann tatsächlich explodiert, um dann noch das Weite suchen zu können, weil die blaue Bombe um einige stärker explodiert als die normale schwarze Bombe. Jetzt haben wir noch den Bubble Blower. Damit können wir einfach Luftblasen durch die Gegend pusten. Und dafür benötigen wir dann auch die Seife, um aus dem normalen Bubble Blower dann verbunden mit der Seife auch einen Bubble Blower mit aufgeladenen Seifenstücken zu machen. Als nächstes haben wir den Pancake. Der Pancake hat eigentlich so 3 Funktionen. Und zwar können wir den einmal natürlich essen. Wir können den so aufplatzieren, also dass der auch sich hochsteckt, wie wir hier sehen. Es steckt sich übrigens, ich glaube, unendlichfach hoch. Und wenn wir eine Honigflasche haben, können wir auch Honig drüber laufen lassen, damit wir quasi einen Honig-Pancake haben. Was ganz weird oder auch cool ist, ist, dass wir den Plattenspieler nutzen können und dort einen Pancake reintun können. Ist aber eher ein weirdes Geräusch, also das lassen wir mal. Als nächstes haben wir noch ein Candy, das ist einfach nur eine Süßigkeit, wie wir sie auch kennen. Futtern wir und kriegen einen minimalen Essensbuff zurück. Dann haben wir die antike Tinte. Die finden wir nur sehr selten bei Händlern. Und mit der antiken Tinte können wir einiges machen, aber zum Beispiel können wir Schriftarten verändern. Wenn wir jetzt zum Beispiel mal diese Schilder nehmen mit Hallo YouTube und die antike Tinte darauf anwenden, hat sich das so ein bisschen in Kursiv verändert. Geht nur einmal. Dann haben wir unterschiedliche Kerzenständer. Je nachdem, wie viele wir davon haben und auch aufeinander tun, können wir dann bis zu 4 Kerzen auf einmal anzeigen lassen. Wir können die Farben leider nicht mischen. Das heißt, immer nur eine Farbe zur selben Farbe. Aber die Idee ist trotzdem ganz cool und mit dem Feuerzeug können wir diese Kerzen dann auch anzünden.
Weiter geht's mit einem kleinen Sicherheitssystem. Und zwar gibt es die Keys. Mit den Keys können wir Sachen abschließen. Heißt also, wir können einen Amboss nehmen, da tun wir einen Key rein und können dann sagen, anstelle von Key, ich sag mal einfach Passwort 1, 2, 3. So, und jetzt können wir einen Rechtsklick auf zum Beispiel eine Sarit-Tür machen. Und wir sehen da unten Assigned to Password Key 1, 2, 3. Das heißt also, wenn wir diesen Key jetzt auch nicht mehr in der Hand haben, kann ich diese Tür nicht mehr öffnen, the door is locked. Sobald ich den Key mit dem richtigen Passwort in der Hand habe, also im Inventar, sehen wir, wir können hier wieder alles öffnen. Übrigens, diese Keys kann man auch mit Trapdoors nutzen und die kann man unter solchen Fußabtretern verstecken. Wenn wir hier einfach einen Rechtsklick drauf machen, können wir hier nur eine Willkommensnachricht unterschreiben. Aber sonst passiert erstmal nichts. Wir sehen aber oben schon einmal Key und wenn wir jetzt hier einen Shift und Rechtsklick machen, fällt der Key da raus. Den Key können wir wieder darunter setzen, indem wir ihn hier einmal an den Seiten, also nicht hier oben, sondern an den Seiten einfach nur per Rechtsklick drunter schieben. Dann gibt es noch zu den Eisenzäunen, Iron Gates, die kann man auch beliebig hoch stapeln und lassen sich dann öffnen. Der Wetterhahn reagiert auf das Wetter. Wenn es regnet und donnert, je nach Art des Wetters, wird dann ein Redstone-Signal etwas stärker oder schwächer ausgegeben. Und man kann das zum Beispiel nutzen, indem man irgendwelche Redstone-Lampen daran anschließt, wie man es auch sieht, die dann aktiviert werden. Wie wir es hier auch gerade sehen, haben wir eine Stärke von 1, weil es gerade am Regnen ist, zumindest angeblich am Regnen, und Donner erweitert dann die Stärke. Aber ich finde die Idee ganz cool mit den Redstone-Lampen oder generell mit einem Redstone-Signal, dass dieser Wetterhahn ausgibt, weil man damit zum Beispiel ein Dorf beleuchten könnte, wenn es Nacht oder beziehungsweise wenn es regnerisch wird. Zahnradblöcke hier gehören zu meinen Favoriten. Hiermit können wir nämlich jetzt ganz simple Redstone-Signale auch über vertikale Höhen weitergeben. Das heißt also, wir haben jetzt hier einfach einen Zahnradblock, dann haben wir ein bisschen Redstone-Leitung und hier oben haben wir eine Redstone-Lampe. Wenn wir hier einfach jetzt ein Redstone-Signal aktivieren, sehen wir, die Lampe geht an. Und das über einen Dreimal-Block hier nach oben und das ist eine ziemlich coole Sache. Also diese Zahnradblöcke vereinfachen uns extrem das Spielen und Bauen mit Redstone. Als nächstes haben wir den Lautsprecher. Hier können wir eine Chat-Nachricht reintun oder auch eine Voice-Nachricht. Ich mache jetzt mal eine Chat-Nachricht, abonnieren und wenn ich jetzt ein Redstone-Signal aktiviere, sehen wir unten links im Chat abonnieren. Als nächstes können wir auch eine Status-Message machen. Das ist dann so eine Server-Message, die wir haben. Und jetzt sehen wir das unten mittig ungefähr. Als nächstes kommt eine Titel-Message. Das wird dann riesengroß. Das wird jetzt hier auch gar nicht mehr auf den Monitor passen. Und das letzte ist eigentlich ziemlich cool, eine Sprechernachricht. Lautsprecher, abonnieren. Lächelnder Smiley. Ist eigentlich ganz nett. Das nächste sind die Crystal-Displays. Diese geben eine Zahl bzw. hier vorne ein Zeichen raus, je nach Stärke des Redstone-Signals. Bis zu 15 Stärke kann diese Crystal-Displays anzeigen. Das heißt also hier mit Stärke 1 ist dann die Zahl 1. Dementsprechend ist mit Stärke 9 die Zahl 9. Stärke 10 ist dann eine 0 und dann kommen ein paar Ziffern bzw. Zeichen. Und das bis zu einer Redstone-Stärke von 15. Der Spring-Launcher oder Spring-Launcher ist genau das, was man vermutet. Wenn aktiv und genügend Druck drauf ist, können wir Entities in die Luft katapultieren. Also ich stelle mich jetzt mal drauf. Wir sehen, wir fliegen relativ hoch. Und da wir genug Druck wieder zurückgeben, können wir jetzt hier dauerhaft hoch und runter springen. Das funktioniert übrigens auch mit Entities, die man darauf fallen lässt. Die Seile kann man übrigens so aufbauen, wie man möchte, wie man hier sieht, waagerecht und aber auch senkrecht. Und die gehen bis zu einer Maximalblocklänge von 7, bis dann nichts mehr weitergeht. Da müsste man jetzt hier noch ein paar Steinblöcke oder sonstige Blöcke dran tun zur Verbindung. Die Globus gibt es in zwei Versionen, einmal den Standard-Globus und einmal den Sepia-Globus. Hier können wir auch wieder mit der antiken Tinte und auch mit der Seife arbeiten. Das heißt, wenn wir die antike Tinte bzw. in der Werkbank reintun, dann bekommen wir den Sepia-Globus heraus. Wenn wir dann mit einer Seife auf den Sepia-Globus gehen, sehen wir, der wird zum normalen Globus. Das, was uns halt lieber gefällt. Als nächstes haben wir einen Blasebalg. Das stößt uns zurück, immer dann, wenn es ein Redstone-Signal abgibt. Und immer so ein Stückchen weiter. Das bewegt übrigens auch Entities oder auch Gegner. Also nicht nur uns als Spieler. Übrigens, was ganz witzig ist, wir können verwitterte Kupferblöcke hier tun. Die werden dann schneller abgearbeitet, beziehungsweise die verändern schneller ihren Witterungseffekt. Und wenn wir einen nassen Schwamm hier dran packen und einen Soapblock, dann kommen Blubberblasen raus. Ist recht süß. Als nächstes haben wir den Wasserhahn. Und der Wasserhahn, der wird nicht nur Flüssigkeiten einfach nach unten abtransportieren, sondern auch Items, die wir einfach in Truhen reintun und wenn wir den dann aktivieren, schmeißt er diese Items hier einfach alle raus. Die Sanduhr, die funktioniert eben mit Sand oder auch mit Schleim, je nachdem, was ihr hier reintut per Rechtsklick. Schleim braucht natürlich um einiges länger als Sand und wenn ihr Sand reintut, dann haben wir hier eine ganz normale Sanduhr, die schon relativ schnell läuft. Mit einem Shift und Rechtsklick könnt ihr das dann wieder umdrehen und mit einem normalen Rechtsklick könnt ihr die jeweiligen Blöcke, die drin sind, wieder rausnehmen. Ich hoffe, dieser Einblick für diese Redstone-Blöcke und generell ein paar Food-Items haben euch
interessiert, denn in der nächsten Folge schauen wir uns hier noch ein paar Waffensysteme an, ein paar coole Dinge, die wir mit Büchern machen können und auch noch das Teil hier. Naja, dazu auch noch vieles mehr. Wenn Fragen sind, gerne in die Kommentare. Über Like und Abo würde ich mich sehr freuen und wir sehen uns in einer nächsten Folge. Bis dahin.